Wer den Namen Karl Lagerfeld hört, denkt sofort an die Marke Chanel, die schwarze Sonnenbrille und an seine nach hinten gebundenen weißen Haare. Doch nun sorgt der Modegott mit seinem Auftritt in einer französischen Late-Night-Show für Furore. Daraufhin gehen bei der französischen Rundfunkaufsicht am Montag hunderte Beschwerden von Fernsehzusehern ein. Der Grund? Er greift Angela Merkel scharf für ihre Flüchtlingspolitik an. Lagerfeld wirft Angela Merkel vor, zu viele Muslime ins Land gelassen zu haben. Während seines Auftritts in der Show Salut le Tyrann kündigt er an, gleich etwas Schreckliches zu sagen. Er sagt, selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, kann man nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde holen. Er vermutet, Angela Merkel habe ihr Image als Rabenmutter aus der Griechenland-Krise verbessern wollen. Doch er findet, man brauche nicht noch eine Million ins Land zu holen, um sich ein charmantes Image zu geben. Sie will nach dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, wohl zeigen, dass Deutschland nun endlich ein gastfreundliches Land ist. Das habe Merkel doch gar nicht nötig gehabt. Mais elle n'avait pas besoin de se taper un million en plus pour se donner une image charmante après l'image de marâtre qu'elle s'était donnée dans l'histoire de la crise grecque. Nach den Äußerungen herrscht Schweigen im Studio und das Thema wird gewechselt. Die französische Rundfunkaufsicht prüft nun, ob sie eine Rüge gegen die Sendung ausspricht.